Meine Damen und Herren, es ist einfach nicht auszuhalten, was heute in World of Tanks abgeht. Es sind massiv viele elendige Noobs unterwegs. Jawohl, und die Maps, die man mit einem Medium nicht haben möchte, so wie diese hier. Zuckersüß, kannst nicht meckern, beste, wo gibt. Freunde, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Also dieser Kanal, der muss abonniert werden, ne? Und zwar nicht ein normales Abo, sondern mit Glocke aktivieren zusätzlich. Denn YouTube hat vor Jahren entschieden, ein Abo alleine reicht nicht. Wenn jemand informiert werden möchte, muss er noch die Glocke aktivieren. Also ist die Glocke eigentlich das Abonnieren. Also tut, was ihr nicht lassen könnt und abonniert mit Glocke, sonst bekommt ihr nicht diesen wundervollen Rage Content. So macht man das, ne? Tabula rasa, Alter. Ja, danke für gar keine Arti-Unterstützung und gar keine überhaupt Unterstützung. Ich hätte schon gerne ein bisschen Hilfe gehabt, ne? Dankeschön und auf Wiedersehen. Gar keiner schießt hier hin, das finde ich toll. Ja, was macht man denn auf dieser Map außer Kreuzfeuer kassieren und wegsterben? Nix. Wunderbar, alles klar und cha-cha-cha. Naja, das passt schon. Es kam ja von hinten auch gar keine Hilfe, ne? Es hätte ja mal jemand mal mitfahren, mitschießen oder mit der Arti einnehmen können, aber sowas kannst du heutzutage nicht verlangen. Vor allen Dingen, wie der rausgefahren ist, um mich zu rammen und dann null Treffer kassiert hat, ne? Ich habe halt nie Mitspieler, die mitspielen, ne? Das ist das Faszinierende daran. Da kannst du noch so viele Spieler hinter dir stehen haben, es schießt kein einziger Mensch auf irgendwas, ne? Bestes Beispiel jetzt schon wieder, ne? Ich werde jetzt gleich drei, vier Panzer aufmachen. Und es wird natürlich wieder mal gar keiner schießen, ne? Der Gegner hat zwei FVs. Scheint so, als ob der Gegner entweder fast nichts oder gar nichts hier auf der Seite stehen hat. Da ist ein FV.
Ja, natürlich bounce ich an dem. Natürlich bounce ich an dem FV. Ist ja klar, ist ja sehr hart gepanzert, der Kollege, ne? Ist doch ganz klar, dass man an dem bounced. Und auf den schießen möchte keiner, ne? Und den hier auch nicht. Optimalerweise hat unser Team keinen Bock. Hier sind mehrere FVs auf. Ich muss schießen, weil keiner Bock hat. Der FV wird immer noch nicht. Guck mal, wie lange der da offen rumsteht, ne? Absolut kein Interesse hier, ne? Unsere TDs hocken da hinten und schlafen alle. Das ist schon brutal, oder? Dieses Team hat absolut kein Interesse, diese zwei FVs rauszunehmen, ne? Das sind butterweiche Panzer, die hätten jetzt schon längst mal weg sein müssen, ne? Ja, schieb mich ruhig durch die Gegend, das ist gar kein Problem. Habe ich am liebsten, Alter. Also, ich sag's euch, es ist Weltrekord, wie viele unfähige Leute hier unterwegs sind in diesem Spiel. Ne? Das ist wirklich der Wahnsinn, Alter. Nichts wird abgeaimt, ne? Das ist halt massiv traurig, wie schlecht die Mitspieler heute sind. Das ist wirklich Weltrekord eigentlich. Ja, und mein Ratschlag, bitte nicht nach rechts pushen, haben unsere Heavys alle ignoriert und sind natürlich deswegen super schnell weggeplatzt. Legendär, wie schnell mein Team wieder weggeplatzt ist. Da wollte ich mich doch auf jeden Fall mal bei Wargaming bedanken, weil genau solche Teams kriege ich heute, gestern, vorgestern, den ganzen Tag. Seit dem Mirni-Event ist hier schon wieder Land unter. Ja, offene Ziele werden halt nicht abgeaimt. Was soll ich dir sagen, Brody? Jetzt haben wir auf der anderen Seite gar keine Panzer, das heißt, der Gegner könnte jetzt von dort flankieren, weil mein Team die andere Flanke offen gelassen hat, ne?
Ja, und so ist unsere Budget weggeplatzt, ne? Kommt drauf an, ne? Wenn man halt auf seine Mitspieler nicht aufpasst, dann passiert das, ne? Was macht denn der AMX eigentlich da hinten in der Ecke? Tja. Unsere Arti ist nicht eingeaimt. Ja, wenn der AMX und die Arti mal ein bisschen mitspielen würden, ne? Ja, gut ist, ne? Stellst dich auf die offene Fläche und wunderst dich dann, ne? Ist das geil. Unsere Arti rotzt nicht hierhin und der AMX, der versteckt sich lieber. Absolut grotesk. Absolut grotesk, Alter, wie dieser AMX sich weigert, hier mitzukämpfen. Absolut grotesk. Absolut grotesk. Absolut grotesk, Alter. Nein. Hör auf mit deinen Experimenten, Alter. Gleich kriegst du vom FV irgendeine Schelle oder so. Unsere Arti fährt da hinten spazieren. Ich weiß nicht, was das soll. Ja. Guter Mann, guter Mann. Schön mit der Arti an die Front fahren und wegplatzen, Alter. Sehr gute Idee.
Natürlich schießt unser AMX nicht. Natürlich bist du am Schlafen, Junge. Ich spotte hier den Typen, Alter, und unser AMX ist einfach woanders. Ich bounce natürlich auf den FV. Natürlich, wer hätte denn was anderes gedacht? Selbstverständlich bounce ich auf dem FV und kann den nicht rausnehmen. Natürlich, ganz klare Sache. Natürlich balanced mich Wargaming am Ende noch mit diesem RNG-Schuss. Ja, natürlich fährst du raus und lässt dich spotten und wegschießen. Oh, Bro, Alter. Hinten in der Ecke mit dem AMX Heavy, weißt du? Ja, und der Rest hat sich natürlich wieder übers offene Eisfeld in die gegnerischen Kreuzfeuer reingeschleudert und hat meine gut gemeinten Tipps und Ratschläge ignoriert, ne? Ist ja klar. Ganz klare Sache, Alter. Wunderbar. Der FV durfte nicht rausgenommen werden. Der war auch so oft auf, niemand hat auf den geschossen. Das war ja noch das Geile daran, ne? Guck dir mal das an, was hier abgegangen ist. Autoloader 0, 10er Medium, ein Schuss, ne, zwei Schuss. Badget Arty fährt am Ende raus aufs offene Feld und schmeißt sich weg. Guter Mitspieler. Ja, da war doch wieder die Intelligenz am Start, ne, Freunde. Intelligent. Bis in die Haarwurzeln, Kollege. Ja, ich habe hier die ganze Zeit irgendwelche Bugs, zum Beispiel das hier, ne? Oh, Bro, Alter, heute sind so viele Voll-Noobs durch die Gegend gefahren, Alter. Mir wurde jeglicher Spielspaß genommen, Alter. Das war doch wieder typisch, Alter. Der Killshot, der darf niemals treffen, ne? Oder beziehungsweise treffen schon, aber nicht penetrieren, ne? Das war wieder klar. Ja, kann mal jemand das Ding da wegschießen? Natürlich bounce ich schon wieder sinnlos. Ja, die Kanone von dem Manticore ist ja auch Schrott. Selten. Machst du mit dem Ding irgendwie mal gute Runden mit der Kanone? Nur Bouncer produziert diese Kanone, ne? Nur am laufenden Band. Bounce, 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 bounce. Zumindest wenn ich das Ding fahre, ne? Hier sind schon wieder Scouts auf, die werden schon wieder nicht beschossen.
Tja, wir verlieren hier die komplette Flanke, wa? Nö. Die offenen Ziele werden von unseren Artis ignoriert. So einfach ist das. Du kannst ja tausendmal dieselben Ziele aufmachen, das interessiert unsere Arti überhaupt nicht. Dementsprechend verlieren wir immer mehr HP und Panzer, ne? Tja, hier waren wirklich sehr viele Ziele auf, hätte man alles beschießen können. Ach so, du blockierst meinen Fluchtweg. Ja, das ist aber nett von dir, ne? Ja, dann würde ich sagen, lasse ich dich da jetzt mal alleine, ne? Du Fluchtwegblockierer, Alter. Steht der exakt hinter mir, ne? Da sind 15 Millionen Bäume und Büsche. Ne, er sucht sich genau den Platz, wo ich drin sitze. Weißt du was? Du hast es verdient. Du musst wegplatzen, Brudi, Alter. Ja, die Unfähigkeit ist halt brutal, Bruder. Die Artis rotzen nichts weg. Die TDs blockieren deinen Fluchtweg. Es schießt niemand auf offene Ziele. Deine eigenen Schüsse produzieren mehr Bouncer als Damage. Der Scout, der seit 3 Jahren offen ist, der wird halt natürlich auch nicht abgeaimt. Natürlich, ganz klar. Ja, und du interessierst dich auch nicht für Ziele, ne? Dieser Scout lebt immer noch, ne? Das ist faszinierend, Alter. Niemand möchte diesen Scout rausnehmen, ne? Generell beide Scouts leben noch, ne? Ist ja einfach faszinierend, einfach. Wie oft kann man als Scout aufgehen, ohne beschossen zu werden, ne? Das ist schon Weltrekord eigentlich. Nichts wird abgeaimt, du spottest nur noch umsonst, ne? Ja, der fährt immer noch spazieren hier, der Scout. Der wird immer noch nicht abgeaimt. So, reicht jetzt. Nur wenn du es selber machst, funktioniert's, ne? Alle anderen schlafen mal wieder, ne? Ist ja klar. Ja. Ganz klare Sache, ne? Offene Ziele, Artis sind nicht eingeaimt. Mal zur Abwechslung mal wieder nicht eingeaimt, die Artis. Es ist so traurig, ne? Es ist einfach massiv traurig, was hier abgeht. Und wenn sie mal schießen, dann treffen sie natürlich nicht, ne? Oder penetrieren nicht. Das ist ja auch. Freunde, abonniert den Kanal mit Glocke. Lasst einen Daumen nach oben da, paar Kommentare und checkt die Links in der Videobeschreibung. Muss alles selber rausnehmen, ne? Muss da alles selber machen, ne? Die eigene Arti rotzt immer nur daneben oder sie rotzt erst gar nicht hierhin. Die TDs sind offline, alle anderen Autoloader haben keinen Bock. Die Scouts im Gegnerteam gehen tausendmal auf, werden aber nicht abgeaimt. Es ist halt die Unfähigkeit Level 10.000, Alter. Dieser Freitag ist wirklich ein massiver Noob-Tag, Alter. Freunde, denkt dran. Supportet den Kanal, wir sehen uns, bis dann. Tschüssikowski, Brudikowski.